Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist eine neue Aldi-Preisliste aufgetaucht. Ich habe in meinem letzten Video schon gesagt gehabt, dass meine Angaben ohne Gewähr sind. Es kann sich immer noch was ändern und es hat sich einiges geändert. Zudem gibt es jetzt auch Preise zu Artikeln, zu den Preisen, die ich noch nicht hatte. Und die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Als erstes haben wir hier die Sky of Diamonds, da hat sich nichts getan, bleibt bei 70 Euro. Dann haben wir hier die Dreamcatcher, die hat sich auch nicht verändert, ist auch gleich geblieben. Dann haben wir hier die Euphorica, die hat vorher gekostet 100 Euro, dann gab es eine Preissteigerung auf 120 Euro und jetzt ein Rückschritt zurück auf 100 Euro. Final Showdown ist gleich geblieben, von 30 Euro auf 37 Euro. Midnight Hunter ist gleich geblieben, von 18 Euro auf 20 Euro. Witchcraft ist gleich geblieben, von 14 Euro auf 17 Euro. Heavy Metal Reloaded hat vorher gekostet 13 Euro. Dann der neue Preis 18 Euro. Und weil das halt der übelste Kracher ist, haben die nochmal 1 Euro draufgepackt. Also kostet die jetzt 19 Euro. Ja, Preissteigerung um 38%. Neue Preissteigerung um 46%. Ich weiß echt nicht, was die sich dabei denken. Also wirklich, das ist der Knaller, Vico. Der absolute Knaller. Galaxy hat sich nicht verändert, kostet 13 Euro. Big Boom Bustic ist auch gleich geblieben, kostet 13 Euro. Die Blowout hatte 20 gekostet, Preissteigerung 15% auf 23 Euro. Der neue Preis zurückgegangen auf 20 Euro. Also hat sich nicht verändert. Dragonfire, 20 Euro, rauf auf 28 Euro. Zu der Rowdy hatte ich keinen Preis vorher. Das ist die Highlander aus dem Lidl. Die hatte gekostet 23. Dann gab es eine Preissteigerung auf 25. In meinem letzten Video hatte ich einen Tipp abgegeben auf 28. Ich habe mich getäuscht. Die kostet 30 Euro. Mag wahrscheinlich an einem coolen Design hier liegen, keine Ahnung. Also Rowdy, 30 Euro für eine Discounter-Batterie. Ja. Eternity, dazu hatte ich keinen Preis, hatte gekostet 16 Euro, jetzt kostet die 18 Euro. Rockstar, dazu hatte ich auch keinen Preis, die ist 14 Euro, rauf auf 18 Euro, 4 Euro drauf. Ja. Tristan hat sich nicht verändert, 5 Euro rauf auf 7 Euro. Die Poison ist gleich geblieben, kostet einen 5er. Artus ist gleich geblieben, kostet 4 Euro. Eruption hatte ich keinen Preis, kostet 3,50. Hat vorher gekostet 3 Euro, 16,6% drauf. Copernicus ist gleich geblieben, von 9 Euro auf 13 Euro. Zu der Parsival hatte ich keinen Preis, von 7 Euro rauf auf 9 Euro. Preissteigerung von 28,5%. Van Gogh hatte ich keinen Preis, die ist 7 Euro rauf auf 10 Euro. 42,85%. Also, das kannst du dir nicht ausdenken, einfach. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja. Pegasus kostet 4 Euro. Die Magma Monster greift da ruhig zu, kostet 9,50. Drachenfeuer 1 Euro rauf, kann man sich auch noch gönnen, wer es mag. Also, ich fand hier 7 Euro waren schon zu teuer. Jetzt kostet die 8 Euro. Double Power ist rauf auf 5 Euro. Zu der Lancelot hatte ich keinen Preis, von 15 Euro rauf auf 20 Euro, 33,33% drauf, mag liegen an dem Plastikkarton. Camelot von 19 Euro auf 20 Euro, damit kann man leben. Und hier kommen wir zu dem, was ich in meinem anderen Video auch angesprochen hatte. Ich habe gesagt, dass das viel Glück Raketensortiment eventuell im Preis gleich bleibt. Wegen dem Pappkarton, was nächstes Jahr kommt. Die wollen diese Plastikbeutel loswerden. Alter Preis 10 Euro, neuer Preis 13 Euro. Jetzt der Rückschritt auf 10 Euro. Dasselbe gilt für das Avalon, das kostet 10 Euro. Und das Ivanhoe kostet auch 10 Euro. Also viel Glück und Ivanhoe kosten beide weiterhin 10 Euro und sind im Plastikbeutel. Das Avalon,
Das habe ich vergessen gehabt. Das kostet 11,99. Also nicht 12,99, sondern 11,99. Star Hunter hat mich auch ein bisschen überrascht. Der alte Preis, beziehungsweise der neue Preis, der eigentlich kommen sollte, war 5,99. Da gibt es einen Rückschritt auf 4,99. Das Lollipop hat auch 4,99 gekostet. Da kann man getrost zugreifen eigentlich. Also dafür kann man sich ruhig draußen anstellen. Das ist gleich geblieben, das Pyro Superstars von 5 Euro auf 8,50 Euro, 70% drauf. Ich frage mich, wie kann man das den Kids nur antun? Also wirklich, ey. Party Fever von 4 Euro rauf auf 5 Euro ist geblieben. Jackpot ist auch geblieben, von 7 Euro rauf auf 10 Euro, bleibt bei 42%. Genauso wie das Art of Light hat vorher gekostet 10er, 80% drauf, kostet 18 Euro, Leute. Ja, das, der Preis, der bleibt. Was sich verändert hat, ist das Supernova. Hat gekostet 30 Euro, Preissteigerung um 43,3%. Rauf auf 43 Euro, kostet jetzt 40 Euro. Also die sind da 3 Euro nochmal runtergegangen. Neue Preissteigerung 33,33%. Also Leute, das sind die neuen Preise, die ich habe. Auch diese Preise sind ohne Gewähr. Es kann sich immer noch was ändern. Ich sag's nochmal, es kann sich immer noch was ändern. Das sind keine Garantie, Festpreise. Wir müssen auf die Prospekte warten. Nur das ist der aktuelle Stand der Dinge, so wie es aussieht. Ich weiß nicht. Holt euch lieber die Funkeböller. Das Geld, was ihr in den Discounter für die Discounter gespart habt, gebt ihr für die Funkeböller aus. Ganz im Ernst. Also wirklich. Weko, das war wirklich. Nee, du. Bis zum nächsten Prospekt. Ciao. Das sind die ganzen Dinge.